Liebe Gäste, sich selbst zu erkennen und sich selbst zu kennen, das ist die Voraussetzung, sich auch selbst führen zu können. Und nur wer sich selbst führen kann, der kann auch andere führen. Darüber möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen. Selbstführung heißt, ich lerne, mich selber wahrzunehmen, lerne damit auch, mich selber besser zu steuern, emotional, kognitiv. Und das aber auch in Beziehung zu meiner Umwelt, zu meinen Mitmenschen und all dem, was mich umgibt. Ich glaube, dass Führung erlernen oder Führung vermitteln, das muss bei mir beginnen, nämlich mit meiner Frage, was habe ich eigentlich für ein Menschenbild? Frauen in Führungspositionen, was beobachten Sie da? Ich beobachte, dass sich da etwas tut, aber ziemlich langsam. Was auch ein Trend ist, viele Frauen, die in, zum Beispiel in Vorstandspositionen waren, dass die wieder rausgehen. In unseren Köpfen sind Manager oder Führung und Männliches hat mehr miteinander zu tun als Weibliches. Ich sehe in den Projekten, wo wir wirklich klasse Frauen gewinnen, dann sind die unschlagbar, weil da eine große Klarheit dahinter ist. Es geht darum, dass andere Fragen gestellt werden. Das hatte ich auch beobachtet und die Teams dadurch anders ticken. Wenn man eine Suche laufen hat und sagt, das muss jetzt eine Frau sein, ja, das wird klemmig. Wenn das die Motivation ist, sagen wir, die Männerrunde irgendwie zu sprengen, das verfängt nicht. Was wünschen Sie sich von einer neuen Leadership-Kultur? Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Das hatte Böckmann aus St. Gallen schon in den 90er Jahren gesagt. Mhm. Sinnvermittlung heute noch wichtiger als vorher, wo wir immer kleinere Pakete haben. Natürlich, wir müssen selber versuchen, mit uns besser umzugehen, resilienter, stärker, gelassener zu werden. Ja. Aber es gibt einen Punkt dann, da kommt die Firma ins Spiel. Wer hat heute schon mal seinen Atem betrachtet, beobachtet? Da, wo Sie den Atem gut spüren, bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit. Nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Ich glaube, auch heute Abend ist klar geworden, dass wir in dieser Zeit nur eine einzige Chance haben, nämlich zu uns selbst zurückzugehen und Stabilität bei uns zu finden.